Also ich gucke jetzt in welche Kamera, in die oder nie? In diese, alles klar. Okay. Kann ich loslegen? Moin und herzlich willkommen an der Multi-Energie-Tankstelle von Total Energies am Hauptstadtflughafen in Berlin. Wir wollen unsere Wasserstoffanlage jetzt wieder eröffnen und ich nehme Sie mal mit und zeige Ihnen, wie das bei uns aussieht. Multi-Energie-Tankstelle, was bedeutet das eigentlich? Neben den klassischen Kraftstoffen wie Diesel und Benzin haben wir hier Autogas, wir haben Erdgas an der Tankstelle, Elektromobilität und natürlich Wasserstoff. Total Energies hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Gemeinsam mit der Gesellschaft und in allen Aktivitäten der Total Energies Gruppe. Wir gehen davon aus, dass auch in 10 Jahren der Energiemix ein Mix sein wird, genau wie wir das heute auch schon haben. Wir werden unseren Kunden weiterhin klassische Kraftstoffe, fossile Kraftstoffe anbieten mit immer mehr biogenen Anteilen. Wir werden aber auch Erdgas für Mobilität anbieten, Elektromobilität und natürlich Wasserstoff. Im Bereich der Elektromobilität wollen wir als Total beispielsweise 150.000 Ladepunkte in Europa bis zum Jahr 2025 zur Verfügung stellen. Total engagiert sich ja seit 2002 im Thema Wasserstoff. Wir sind Gesellschafter beim Joint Venture H2Mobility und betreiben 25 Tankstellen in Deutschland. H2Mobility wurde gegründet, um ein Netz von Wasserstofftankstellen in Deutschland aufzubauen. Wir sind jetzt in der ersten Phase bei knapp 100 Tankstellen. Aktuell haben wir genau 92 und dieses Netzwerk wird bedarfsgerecht weiter ausgebaut in den nächsten Jahren. Wasserstoff wird heutzutage hauptsächlich von PKWs getankt. Wir sind fest davon überzeugt, dass in Zukunft insbesondere LKWs und auch Nutzfahrzeuge Wasserstoff abnehmen werden. An dieser Tankstelle beispielsweise hier in Berlin können sowohl PKWs als auch LKWs tanken, genauso wie unsere Tankstelle am Flughafen in Köln, wo die Busbetriebe von Köln schon seit einigen Jahren unser treuer Kunde sind. Wasserstoff kann grün hergestellt werden und Wasserstoff kann die Sektorkopplung bedeuten, das heißt die Brücke zwischen Energieerzeugung und Mobilität herstellen. Wasserstoff hat den riesigen Vorteil, dass eine höhere Energiedichte hat als beispielsweise Batterien und vor dem Hintergrund kann man dort auch LKWs betanken, die quer durch Europa fahren. Man kann höhere Reichweiten erzielen und man kann kürzere Betankungszeiten herstellen, so wie wir das von klassischen Kraftstoffen auch kennen. Wir hoffen und gehen davon aus, dass in wenigen Jahren die Fahrzeuge am Flughafen BER, das heißt die Busse, auch auf dem Vorfeld, die Nutzfahrzeuge des Flughafens mit Wasserstoff betankt werden können und auch hier tanken werden. Und ich würde mich sehr freuen, Sie bald hier an unserer Tankstelle begrüßen zu können. Tschüss! Schön, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal oder folgen Sie uns auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Tschüss und bis bald.